Zapple nicht so rum. Dauernd verändern sich diese Scheißfalten. Mir reicht's. Ich kann einfach nicht mehr. Du arbeitest weiter. Ich habe die Schnauze gestrichen voll. Ich habe dich zu oft gemalt. Trink einen Schluck. Ich steige aus. Ich will dich nie wieder malen. Du hast kein Geheimnis mehr. Du langweilst mich. Du bleibst hier. Lass mich in Ruhe! Was fängt dich an? Ich habe dich satt. Schau dich doch einmal an, wie du aussiehst. Da sind Sie ja wieder. Wie war der Urlaub? Wunderbar, Frau Möbius, wunderbar. Hatten Sie schlechtes Wetter in der Toskana? Wieso? Weil Sie so gar nicht braun sind. Na, braun ist doch out. Ich lege mich doch nicht den ganzen Tag an den Strand, um mir ein malignes Melanom zu holen. Nee, nee, nee. Ich nehme immer Nummer 20, UVA und UVB-Schutz. Abgesehen davon hatte ich ja einen Aktivurlaub gebucht. Da können wir wählen zwischen Ikebana, Töpfern und Fotografieren. Und jetzt raten Sie mal, wofür ich mich entschieden habe. Ikebana. Ach, Frau Möbius, wo denken Sie denn hin? Ich habe natürlich fotografiert. Und schauen Sie, ich habe Ihnen auch was mitgebracht. Die Toskana im Abendlicht bei 400 ASA und Blende 8. Toll. Das ist für Sie, Sie können es behalten. Oh, vielen Dank, Herr Schubert. Ich werde es mir rahmen lassen. Ein neuer Fall, Frau Möbius. Mord an einem Maler. Treiben Sie die Spurensicherung auf. Ah, guck mal, der Kollege Schubert. Wo kommen Sie denn plötzlich her? Kollege Schubert war im Aktivurlaub. Gucken Sie mal, was er mir mitgebracht hat. Die Toskana im Abendlicht. Selbstgestaltet. Ach, was, sehr nett. Sagen Sie Dr. Dochnal Bescheid, es gibt Arbeit. Chef, ich habe Ihnen auch was mitgebracht. Auch selbstgestaltet? Ja. Schubert. Oh, Chef. Geht mich zwar nicht an, was Sie im Urlaub so treiben, aber als Ihr Vorgesetzter habe ich eine gewisse Fürsorgepflicht. Aber Chef, die Dame stand doch nicht nur mir, sondern dem ganzen Kurs zur Verfügung. Täglich zwischen 17 und 18.30 Uhr. Schubert, also mal ein Punkt. Soll ich von Möbius denken? Als Modell natürlich. Na, Herr Chef, jetzt beachten Sie doch mal lieber die natürliche Hautfarbe. Trotz 1000 ASA ganz wenig Korn. Und durch die lange Brennweite ist der Hintergrund so schön verschwindet. Verschwindet, so, so. Was ist denn von Möbius? Besetz dich, versuch's weiter. Ja, ich dachte, vielleicht lassen Sie sich's einrahmen und hängen's auf. Um täglich daran erinnert zu werden, was für Schweinereien meine Mitarbeiter im Urlaub so treiben, während ich in den Akten ertrinke. Nee, nee, Schubert, schminken Sie sich das mal ab. Gut, Chef, ganz wie Sie meinen, ich will mich nicht aufdrängen. Außerdem widerspricht es Römisch 3, Absatz 12. Römisch 3, was ist das denn? Römisch 3, Absatz 12 regelt das Anbringen von Wandschmuck in Dienstzimmern. Vor allem weibliche Mitarbeiter dürfen in ihrem Dingsbums und so weiter nicht verletzt werden. Ich finde die Kleine ganz hübsch, Chef. Und außerdem, seit wann interessieren Sie sich für kleinliche Vorschriften aus der Verwaltung? Haha, da haben Sie auch wieder recht, Frau Möbius.
Heißt das, Chef, Sie wollen es jetzt doch aufhängen? Was kümmern uns die Spieße aus der Verwaltung nicht, Schubert? Lass Sie es einrahmen, Frau Möbius. Wir hängen es auf. So, und jetzt an die Arbeit. Wir müssen los. Für Sie, Schubert, beginnt nun wieder der Ernst des Alltags. Heiter ist die Kunst, doch ernst ist das Leben oder so ähnlich, nicht? Haben Sie etwas angefasst? Nur das Telefon. Ich habe sofort die Polizei angerufen, als ich ihn hier gefunden habe. Wie sind Sie denn hier reingekommen? Er konnte ihn ja nicht mehr öffnen. Ich habe einen Schlüssel. Ach ja? Wer denn sonst noch rein? Und irgendwelche Fingerabdrücke? Bis jetzt noch nicht. Das weiß ich nicht. Ich kannte Andrea erst seit ein paar Wochen. Näher? Ja, schon. Er hat gesagt, ich wäre seine neue Muse. Das sind Sie auf dem Bild, ne? Ja, das bin ich. Sollten Sie heute wieder Modell für ihn stehen? Nein, heute nicht. Und was wollten Sie denn hier? Ich wollte ihn besuchen. Das darf man ja wohl, oder? Ja, natürlich. Halten Sie sich die nächsten Tage zu unserer Verfügung? Ja. Eine völlig langweilige Komposition, miserables Licht und überhaupt keine Spannung. Schwarz-Weiß muss man können. Oder man sollte die Finger davon lassen. Aber das sind doch Fotos vom Tatort, Herr Schubert. Logisch. Aber trotzdem, warum haben die Polizeifotografen überhaupt kein Gefühl mehr? Keinen Sinn für Arrangements. Ein Polizeifotograf, der arrangiert, das hat uns gerade noch gefehlt. Die Fotos sollen so sein. Eine Leiche hat nun mal nichts Künstlerisches. Und arrangieren sollte man sie besser auch nicht. Ach, Frau Möbius, Sie wollen mich nicht verstehen. Ich meine ja nur, auf solche Fotos hin besser zu machen. Das kann ich auch beweisen. Ich habe schließlich selber am Tatort fotografiert. Wissen Sie was? Ich organisiere einen Dia-Abend und dann, Frau Möbius, werden Sie staunen, wie hochkünstlerisch so eine Leiche am Tatort aussehen kann. Ein Dia-Abend? Oh, Herr Schubert. Meinen Sie wirklich? Sind Sie sicher, dass das die Kollegen interessieren wird? Ein Dia-Abend mit Leichen? Igitigit. Kollege Pohl, Leichen gehören doch zu Ihrem Beruf. Die pflastern doch sozusagen Ihren Weg. Ja. Für Sie, Gruß aus der Toskana, von mir selbst gestaltet. Danke, Schubert. Außerdem kommt es nie auf das Was an, sondern immer auf das Wie. So, hier rein, bitte, Vorsicht. Jetzt geht's hier entlang. So, bitte. Können Sie es dann bitte hier hinstellen? So, danke sehr, prima. Was ist das denn? Wandschmuck, Frau Möbius. Etwas gegen die Tristesse in meinem Zimmer. Gibt's was Neues? Der Befund von Dr. Dochnall ist da. Und? Der Tod ist gestern zwischen 15 und 16 Uhr eingetreten. Zwischen 15 und 16 Uhr? Das ist ja interessant, Chef. Der Hausmeister hat ausgesagt, dass er... Moment mal. Um 14.30 Uhr eine Frau im Treppenhaus gesehen hat, die offenbar zum Maler wollte. Rotbraune Haare zwischen Henna und Kastanie mit einem Trenchcoat. Die Kleine hier. Die Kleine hier hatte doch auch einen Trenchcoat an. Rotbraun stimmt auch. Der Blumenkopf auf dem Bild ist wohl mehr künstlerische Freiheit. Aber sie hat ausgesagt, dass sie erst um 17 Uhr gekommen ist. Hat sie gesagt, aber hat sie es auch getan? Die Leute sagen viel, wenn der Tag lang ist. Und die, mit denen wir es zu tun haben, lügen, dass sich die Balken biegen. Wir werden das herausfinden. Pohl, bestellen Sie sie her. Wir nehmen sie noch mal in den Mangel. Aber Chef, wir haben gleich einen Termin mit Dr. Heimerer, ein Gruppenfoto für die Betriebszeitung. Verschonen Sie mich mit Ihrem Gruppenfoto, Pohl. Wir jagen einen Mörder. Ja, Chef. Langsam, Herr Pohl. Flomerius. Guten Morgen, Herr Dr. Heimerer. Herr Pohl, der Herr Schubert schreibt sich so, bitte. Halt, die Abwehr! Ja, das machen Sie Fortschritte in Ihrem Mordfall? Ja, wir haben eine heiße Spur. Stehen kurz vor der Aufklärung. So. Gratuliere. Gucken wir mal durch. Aquarium muss weg. Das lassen Sie stehen, Herr Schubert. Also ein Aquarium im Hintergrund ist absolut spießig. Na gut,
wenn Sie meinen. Warum ich sowieso die ganze Zeit was zu uns sitzen soll? Ein Gruppenfoto für Polizeiinternchef. Die letzten Aufnahmen der Pressestelle sahen ja aus wie fahndlos. Jetzt hören Sie mal auf, Schubert. Draußen läuft der Mörder frei rum, viel mit dem Mörderin. Und Sie haben nichts Besseres zu tun, als Fotos für eine Betriebszeitung zu knipsen? Genau. Wenn Sie sich hier vielleicht mal draufstellen würden, Herr Direktor. Wozu? Damit, sagen wir mal so, ein gewisser Größenausgleich zwischen Ihnen und dem Chef gegeben ist. Aber der Herr Hauptkommissar überragt mich doch um Haupteslänge. Aber nur physisch. Was wollen Sie damit sagen, Pohl? Kollege Pohl hat vollkommen recht. Fotografie ist tatsächlich die Kunst, all das aus der Wirklichkeit herauszuholen, was man auf den ersten Blick nicht so sieht. Sie gestatten? Fantastisch. Auf den ersten Blick zum Beispiel mag es vielleicht so scheinen, Vorsicht, dass der Herr Hauptkommissar einen Kopf größer ist als Sie, Herr Direktor Heimeran. Sehen Sie, und das setzt nun meine Arbeit als Fotograf ein, die Verhältnisse wieder gerade zu machen. Schubert, was fällt Ihnen ein? Hoffentlich rutscht er auf seine Schleimspur aus. Lassen Sie mal, Herr Hauptkommissar, ich werde den Leuten von der Betriebszeitung sagen, dass Sie uns eine Doppelseite reservieren, in Farbe. Ist doch in Farbe, Herr Schubert? Selbstverständlich, bitte links. Lächeln, Chef, lächeln. Das ist ein Gruppenfoto, keine Beerdigung. Oh, die Goldfische. Kollege Pohl, was ist mit Ihrer Brille? Wieso? Sie reflektiert. Gut. Selbstauslöser, wir haben jetzt noch 5 Sekunden. Das ist eine Jacke. Nein! Passen Sie doch auf, Sie Volltrottel! Haben Sie das gehört, Herr Kriminaldirektor? Volltrottel ist eine Beamtenbeleidigung. Das kostet Sie im Normalfall 2000 Mark. 2000 Mark? Dass ich nicht lache. Und wissen Sie, was meine Kamera wert ist? Wir können ja nicht ahnen, dass Sie während der Dienstzeit... Schluss jetzt! Sie werden sich doch nicht streiten, meine Herren. Das ist doch Mumpitz. Ich darf mich dann empfehlen. Weiter so, Schubert. Weiter so. Das nächste Mal klopfst du vorher an. Entschuldigen Sie bitte, ich suche einen Kommissar Strobel. Hauptkommissar Strobel, nächste Tür. Ja, danke. Aber passen Sie auf, dass Sie nicht in das Stativ treten. Ja. Passen Sie doch auf, welches Kinder! Man hat Sie gesehen, wie Sie um 14.30 Uhr das Opfer besucht haben. Wen, mich? Ja. Das stimmt nicht, das ist nicht wahr. Wo waren Sie denn um 14.30 Uhr? Zu Hause. Ich habe geschlafen. Um die Uhrzeit? Gibt es irgendwelche Zeugen, die das bestätigen können? Telefonate? Ich sagte Ihnen doch, ich habe geschlafen, dabei telefoniere ich normalerweise nicht. Und später, als Sie ausgeschlafen hatten? Hat Sie da jemand gesehen, der das bestätigen kann? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe nicht drauf geachtet. Tja, das sieht aber gar nicht gut aus für Sie. Und hat Sie vor dem Mord im Treppenhaus gesehen? Sie haben kein Alibi. Sie kannten den Maler gut, vielleicht zu gut. Ihr Bild stand auf der Staffelei. Wahrscheinlich seine letzte Arbeit. Ich habe nichts mit dem Mord zu tun. Ich fürchte, wir müssen Sie hier behalten. Was? Sie sind des Mordes am Maler André Weiß verdächtig. Wenn Sie bitte einen Antrag für den Haftrichter vorbereiten wollen, ich bin gleich wieder da. Möchten Sie nicht lieber einen Anwalt? Ich brauche keinen Anwalt. Ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. Warum sollte ich ihn umbringen? Er hat mich geliebt, er wollte mich sogar heiraten. Ausgerechnet mich. Ich will keine andere Frau mehr malen, hat er gesagt, nur noch dich. Danke. Erst killt sie den Maler, dann mal ein Stativ. Also irgendwie hat sie was gegen kreative Menschen. Na, und? Hat sie gestanden? Nein, natürlich nicht. Sie hat zwar kein Alibi und der Chef glaubt, dass sie es war, aber ich bin mir fast sicher, sie war es nicht. Ach, Frau Möbius, nicht schon wieder. Halten Sie sich da raus. So kommen wir in dem Fall nicht weiter. Ach, Herr Schubert. Tun Sie mir den Gefallen und machen Sie ein Foto für mich von dem Bild da drin. Gerne, gleich. Wofür hat man eine Ersatzkamera? Bitte. Jetzt, wo der Chef jemand hat, den er mit Recht verdächtigen kann, kommen Sie und sagen, sie war es nicht. Haben Sie auch mal an uns gedacht? Wir müssen es dann wieder ausbaden. In den letzten 48 Stunden habe ich mir die Hacken krumm gelaufen. Ich brauche eine kleine Pause. Musik.
Ja? Ja? Ich freue mich, ja. Mhm. Gut, wann passt es Ihnen? Ja. Okay. 16 Uhr. Ja. Vielen Dank, ich freue mich. Wiederhören. Entschuldigen Sie bitte, ich hätte eine Frage. Sagt Ihnen der Name André Weiß etwas? Nein, bedauere. Ein Maler. Ach, Sie meinen den Mann, der so tragisch in seinem Atelier umgekommen ist? Ja, genau den. Kannten Sie ihn? Nein, nie vorher von ihm gehört. Auch meine Kollegen nicht. Ich habe zum ersten Mal in der Zeitung von ihm gelesen. Keine Ausstellung, keine Vernissage? Ein völlig unbeschriebenes Blatt. Das hier ist sein letztes Bild. Soll er das gemalt haben? Ja. Tatsächlich? Mhm. Sind Sie sicher, dass das von ihm ist? Ja, warum fragen Sie? Weil es aussieht wie ein Toledo. Ein was? Eva Toledo. Kennen Sie nicht? Nein. 30.000 für mittelgroße Formate und wenn es mal ein bisschen größer ist, auch 50 bis 60.000. Tendenz steigen. Hallo, alle Achtung. 60.000 Mark für ein Bild? Für unser einen ist das fast ein Jahresgehalt. Haben Sie Bilder von Eva Toledo? Nein, leider nicht. Sie hat einen Exklusivvertrag mit der Galerie Liebenstein. Sie gestatten? Oh ja, bitte sehr, bitte. Das ist sie, das ist Eva Toledo. Interessant wirkende Frau. Sie wirkt nicht nur so, sie ist es. Mhm. Sieht mehr wie eine Schauspielerin aus, als wie eine Malerin. Das höre ich oft. Dabei ist sie eine außergewöhnlich begabte Malerin. Haben Sie eine Preisliste? Aber selbstverständlich, gnädige Frau. Interessieren Sie sich speziell für Eva Toledo? Ja, aber nicht ich persönlich. Ich überlege, ob ich für einen Mandanten zwei oder drei mittelgroße Formate erwerben soll. Ah, ja. Gestatten Sie, Bernhard Liebenstein. Ich bin der Besitzer dieser kleinen Galerie und sehr glücklich darüber, dass Frau Toledo ausschließlich mir ihre Werke anvertraut. Ich würde Frau Toledo gerne einmal kennenlernen. Das lässt sich bestimmt arrangieren. Vielleicht ein Besuch in Ihrem Atelier. Das wird schwierig werden. Ach ja, warum? Frau Toledo ist sehr eigenwillig. Selbst ich, der ich das Glück habe, sie sehr gut zu kennen, war noch nie in Ihrem Atelier. Das ist doch sehr merkwürdig. Ach, so sind Künstler nun mal. Sie lieben das Geheimnis. Und ganz besonders Frau Toledo. Ja, sie scheut sich nicht, sehr freizügige Selbstbildnisse zu malen. Und in Talkshows aufzutreten. Was ich mit Verlaub sehr viel entblößender finde. Wobei stehen wir? Talkshows. Richtig, das ist die eine Seite. Andererseits macht sie sich ein Vergnügen daraus, sich zu verstecken. In USU ist sie das Kind spanischer Gastarbeiter. In unserem Katalog ist sie mit einem litauischen Grafen verheiratet. Und was ist sie in Wirklichkeit? Wer weiß das schon? Ein Rätsel, eine Sternschnuppe. Auf jeden Fall eine begabte, begnadete Malerin. Aha, sehr interessant. Aber ich hoffe, Sie verstehen, dass ich Sie vorher kennenlernen möchte. Ich habe nie Bilder für meinen Mandanten erworben, ohne nicht vorher den Maler in seinem Atelier besucht zu haben. Ich verstehe. Kann ich Ihre Telefonnummer haben? Ich nehme nicht an, dass sie im Telefonbuch steht. Schwerlich. Sie haben doch Ihre Telefonnummer. Das ist gut möglich. Aber ich bin nicht befugt, Sie herauszugeben. So.
Sie sind nicht befugt. Was machen Sie denn da? Vielleicht sollte ich Ihnen meine Nummer geben. Ach ja, sagt Ihnen das etwas? Woher haben Sie das? Wird nicht verraten. Ich habe auch meine Geheimnisse. Woher haben Sie dieses Bild? Ich bin genauso wenig befugt wie Sie. Erst sagen Sie mir, wo ich Frau Toledo erreiche. Wir haben einen Exklusivvertrag. Sie malt kein Bild, das nicht über dieses Haus läuft. Und ich werde jeden sofort verklagen, der ohne meine Genehmigung Bilder von ihr in Umlauf bringt. Jetzt sagen Sie mir sofort, wo Sie das hier haben. Ich sagte Ihnen doch, ich interessiere mich für Ihre Bilder. Und jetzt lassen Sie mich raus. Nicht, bevor Sie mir gesagt haben, woher Sie das haben. Entweder Sie lassen mich jetzt hier raus oder ich schreie. Guten Tag. Guten Tag. Toll. Wusste gar nicht, was das Ding alles kann. Ich habe es mir auch selbst eingerichtet. Es kann auch viel mehr. Und Sie können einfach so auf Knopfdruck rausfinden, wo jemand angemeldet ist oder sich abgemeldet hat, Straße, Hausnummer und so weiter? Logisch. Wenn Sie mir die Stadt nennen, geht's noch schneller. Dann ist es quasi sofort da. Und wenn jemand ein Pseudonym hat? Wenn der richtige Name im Ausweis vermerkt ist, kein Problem. Wunder der Technik, finde ich ja richtig aufregend. Können Sie mir das mal zeigen? Warum nicht? Welcher Name? Moment mal, was nehmen wir denn da? Na ja, wen haben wir denn in Hamburg? Zum Beispiel Toledo, Eva Toledo. Wer ist denn das? Eine Malerin. Eine Malerin? Frau Möbius, das hat doch bestimmt mit unserem Fall zu tun. Kommt nicht in Frage. Seien Sie kein Spielverderber. Bitte, spaßeshalber. Wahrscheinlich kann Ihr Blechtrottel das gar nicht. Natürlich kann er das. Das ist eine seiner leichtesten Übungen. Hamburg. Name Toledo. Vorname Eva. Na, was sagen Sie jetzt? Wollen Sie denn heute überhaupt keinen Feierabend machen? Aber ich, Chef. Ich bin gerade dabei. Und Sie, Chef? Ich hab zu tun, ich hab zu tun. Sicher? Ja. Wollen Sie nicht noch mal hingucken? Nicht notwendig, ich bin mir ganz sicher, die Nummer 3. Sie war's. Der Zeuge war sich völlig sicher. Er hat sie sofort erkannt. Dazu kommt, dass die Kriminaltechnik sagt, der Schlag kann nur von einer Person ausgeführt worden sein, die mindestens 1,65 groß ist. Sie ist 1,65 Meter groß. Ihr Bild stand auf der Staffelei. Alles passt. Sie hat ihn umgebracht. Sich wieder angezogen, ein Weilchen gewartet und dann angerufen. Aber ohne ihr Geständnis kommen wir nicht weiter. Wovon lebt die überhaupt? Hat sie einen Job? Na, nicht so richtig. Modelt ein bisschen. Ab und zu ein paar Schmuddelfotos im Männermagazin. Hier. Na, regelmäßig großzügige Gönner, die ja die Wohnung und so weiter bezahlen. Der letzte war offenbar der Maler. Was wissen wir über ihn? Wenig. Keine Feinde, keine Freunde, nichts. Er lebte völlig im Verborgenen. Das Einzige, was die Nachbarn auffiel, waren hin und wieder Darmbesuche am helllichten Tag. Eigentlich ein schöner Beruf, den er hatte. Nicht, Schubert? Aber verkauft hat er nichts. Seit Jahren keine Ausstellungen mehr. Trotzdem hatte er Geld. Fütterte sein Konto regelmäßig mit größeren Baraufträgen für Miete, Strom, Daueraufträge und so weiter. Woher das Geld kam, wissen wir auch nicht. Das Ganze ziemlich seltsam.
geht mich zwar nichts an, Chef, aber es kann durchaus sein, dass er ein Fälscher war. Es geht Sie in der Tat nichts an, Frau Möbius. Danke. Danke. Das Bild hier ist offenbar im Stil von Eva Toledo gemalt. Toledo? Hab ich doch schon mal gehört. Ja, natürlich. Ich hab's ja gewusst. Im Stil von wem? Eva Toledo. Vielleicht sollten Sie sich die Dame mal vorknöpfen, Chef. Scheint sehr gut auszusehen. Wird Ihnen gefallen. Sie hat einen Exklusivvertrag mit der Galerie Liebenstein. Wie oft, Frau Möbius, soll ich Ihnen noch sagen, Sie sollen sich da raushalten? Wie heißt die Galerie? Name? Liebenstein. Nummer? Telefonbuch. Wir haben einen Vertrag, Eva. Und dieser Vertrag sieht vor, dass jedes Ihrer Bilder, und zwar jedes, von mir vertrieben wird. Ausschließlich. Na und? Na und? Was heißt denn hier na und? Da läuft jemand mit dem Foto eines Ihrer Bilder durch die Stadt und ich habe dieses Bild vorher noch nie gesehen. Dann ruft die Polizei hier an, bei Ihnen sei auch eines Ihrer Bilder, dass ich den garantiert nicht verkauft habe. Eva, wenn Sie versuchen sollten, hinter meinem Rücken Bilder zu verkaufen, dann können Sie mich kennenlernen. Vielleicht werden Sie bald gar keine Bilder mehr von mir verkaufen. Was? Haben Sie einen anderen? Was zahlt er Ihnen? Vielleicht werde ich überhaupt nicht mehr malen. Sind Sie verrückt geworden? Wir haben einen Vertrag. Na und? Kundschaft. Herzlich willkommen, mein Herr. Meine Herren, Sie sind doch sicher Herr Strobel. Ja, schönen guten Tag. Strobel, Kripo Hamburg. Und das hier ist mein Kollege Schubert. Herr Schubert, darf ich Ihnen Frau Toledo vorstellen? Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten, gnädige Frau. So, hier ist das Bild. Ich sagte Ihnen ja schon am Telefon, dass wir es am Tatort gefunden haben. Verblüffend. Eine Unverschämtheit. Ich kenne das Bild. Ah ja? Neulich war schon mal jemand hier und hat mir ein Foto davon gezeigt. War das zufällig eine Frau Mitte 40, so mittelblond, ungefähr 1,70 groß? Ja. Brauer Trenchcoat? Nein, elegantes Kostüm. Undercover, hätte ich bedenken können. Sie kennen die Dame? Ich fürchte, ja. Mitarbeiterin von Ihnen? Ja, aber nicht mehr lange. Das ist eine bodenlose Frechheit. Das Bild sieht meinen Bildern zum Verwechseln ähnlich. Eine perfekte Fälschung. Was meinen Sie dazu, Liebenstein? Erstaunlich, ja. Aber es ist nicht signiert. Und solange nicht Toledo drunter steht, ist es noch keine Fälschung. Ich bin ja nun leider nicht vom Fach, aber vielleicht können Sie mir erklären, warum jemand Ihre Bilder fälschen sollte, gnädige Frau. Darf ich das erklären, Eva? Die Bilder von Frau Toledo werden momentan mit 65.000 an aufwärts. 65.000? Ja, für mittlere Formate. Und das da hinten? Chef, Chef, Chef. 85. Alle Achtung. Kompliment, Mann. Leider malt Frau Toledo nicht so viel, wie es der Kunstmarkt wünscht und ich verkaufen könnte. Daher liegt es auch nur nahe, dass man Bilder fälscht und in Umlauf bringt. Hm? Ja, das liegt nahe. Kannten Sie André Weiß? Nein. Diese ganze Zeitung? Ja, doch, das für die Talk und die Wirtschaftsbeilage. Und Sie, kannten Sie André Weiß? Nein. Kollege von Ihnen. Nie von ihm gehört? Nein, nie von ihm gehört. Wir haben das Bild in seinem Atelier gefunden. Was? Warte, da muss aus dem Verkehr gezogen werden. Ist bereits passiert. Hat sich schon einer drum gekümmert. Ah. Der Mann ist tot. Ich koste täglich den Start Hunderte von Mark. Ach, was sag ich, Tausende. Die Zeit, die ich mit dir hier rumstehe, kostet mit Sicherheit schon wieder ein Vermögen. Ich weiß. Jetzt mach auf. Und dann willst du noch von mir rumgefahren werden? Nimm dir ein Taxi, das kommt billiger. Ich will aber keinen Taxifahrer als Begleitung. Ich will dich. Danke. Ist? Dann habe ich ja dich heute. Adelheid! Reg dich wieder ab, es ist keiner da. Sie hat eine Verabredung mit dem Chef. Die Tür hier kriegen wir nicht auf. Man müsste versuchen, von hinten reinzukommen.
Nee, dann mache ich nicht mit. Ich gehe. Ich habe schließlich eine Altersversorgung zu verlieren. Du bleibst. Pass lieber auf, dass keiner kommt. Schubert, was haben wir falsch gemacht? So ist doch gut gelaufen, Chef. Diese Eva Toledo muss schon sagen, eine Frau mit Klasse. Das meine ich nicht, Schubert. Nein, aber ist sie doch, oder? Ich meine, 85.000 Mark für ein Bild mit solchen Sachen drauf. Ist Ihnen klar, Schubert, wie viele Absätze Sie sich dafür krummlaufen müssen? Wie viele Lügen Sie sich anhören müssen? Leichen angucken, Alibis überprüfen und so weiter, um 85.000 Mark zu verdienen? Eine ganze Menge, Chef. Fast ein Jahr lang. Sehen Sie, Schubert, das meine ich. Irgendwas haben wir falsch gemacht. So, hopp. Jetzt haben wir den Salat. Hallo Eugen. Hallo, wie geht's euch? Wir wollten dir schon einen Strafzettel verpassen. Du stehst ja ziemlich verboten. Hier kommt man ja gar nicht mehr durch. Ja, ja, ich weiß. Ich fahr gleich weiter. Alles in Ordnung? Ich musste nur kurz jemanden vom Mordkommissariat fahren. Lassen die sich jetzt schon im Streifenwagen rumkutschieren? Ich denke, die haben Dienstwagen. Du kennst sie doch. Na dann, bis später. Mensch, Adelheid, was machst du denn so lange? Beeil dich doch. Gerade eben waren zwei Kollegen da. Stell dir mal vor, die hätten uns bei einem Bruch erwischt. Du hast sie natürlich abgewimmelt. Natürlich habe ich sie abgewimmelt, sonst hätten wir jetzt ein Problem. Siehst du, Adelheid, jetzt weißt du, warum ich lieber mit dir einen Bruch mache, statt mit einem Taxifahrer. Er war kein Fälscher. Er war ein wunderbarer Maler. Und warum kennt man ihn da nicht in der Kunstszene? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass das keine Fälschung ist. Dafür habe ich ihm ja selber Modell gestanden. Aber nicht an dem Tag, als es passierte? Nein. Und warum nicht? Er hat gesagt, er hätte an diesem Tag keine Zeit für mich. Und warum sind Sie denn trotzdem hingegangen? Das habe ich schon gesagt. Ich wollte ihn besuchen. Einfach nur so? Obwohl er sich nicht sehen wollte? Bei der Gegenüberstellung hat sich ein Zeuge eindeutig identifiziert. Er hat sie um 14.30 Uhr ins Haus gehen sehen. Der lügt. Warum sollte er? Kann es sein, dass Sie uns nicht die Wahrheit sagen? Also, was wollten Sie von ihm? Sie wollen mir doch nur wieder einen Strick draus drehen, wenn ich sage. Sagen Sie es ruhig. Glauben Sie mir, es ist besser für Sie, wenn Sie alles sagen, was Sie wissen. Und wenn Sie es nicht waren, dann können wir Ihnen ja auch keinen Strick draus drehen. Ich war eifersüchtig. Er hatte so einen komischen Ton drauf, als er mir sagte, er hätte an diesem Tag keine Zeit für mich. Dachten Sie an eine andere Frau? Ja. Und? War da eine andere Frau? Nein, als ich kam, war er tot. Hier toskanische Landschaft im Gegenlicht. Und hier nochmals dieselbe Landschaft, aber diesmal mit Polfilter. Ja, was ist los? Polarisationsfilter, ohne H vor dem L. Ich glaube, ich muss jetzt so langsam nach Hause. Ach, nur noch ein paar toskanische Landschaften. Und da kommen wir auch schon zu den Tatortfotos. Chef! Jetzt bleiben Sie doch noch ein paar Minuten, wo doch der Direktor absagen musste. Soll ich Ihnen noch ein Bier bringen? Ja, tun Sie das, Frau Mikus, tun Sie das. Ich finde, dass der Kollege Schubert ein sehr begabter Fotograf ist. Danke. Und wunderschöne Bilder macht, finden Sie nicht auch, Herr Pohl? Ja, ja, wirklich, ganz große Klasse. Für Sie auch noch ein Bier? Nein, ich glaube, ich muss jetzt los. Ich bin noch mit Marion beim Italiener verabredet. Gut, dann kürzen wir jetzt ab. Wir können die Toskana-Fotos ja auch ein anderes Mal zu Ende betrachten, wenn der Herr Direktor dabei ist. Worum es heute geht, ich habe Frau Mythos versprochen, dass Tatortfotos auch ganz anders aussehen können, wenn man sich nur ein bisschen Mühe gibt. So, und hier haben wir auch gleich ein besonders gutes Beispiel. Musik
Ist das die Palette des toten Malers? Genau. Und sehen Sie mal, wie schön die Farben kommen. Obwohl ich eine ganz offene Blende gewählt habe. Available Light nennen das die Profis. Kommt ja viel besser als mit Blitz. Die beringte Hand des toten Opfers. Moment mal, Herr Schubert. Können wir nochmal zurück? Frau Möbius, wir müssen alle los. Es ist wichtig. Kann ich das letzte Bild nochmal sehen? Gerne, no problem. Das ist es. Ich wusste es! Sind Sie sicher, dass das die Palette war, die er als letzte benutzt hat? Es gab nur diese eine Palette. Frau Möbius! Herr Schubert, Sie sind ein Schatz. Was ist denn nun schon wieder? Sehen Sie sich mal die Farben auf der Palette an. Bunt, wie üblich, aber noch mehr violett. Und nun kommen Sie mal mit. Und jetzt sehen Sie sich mal diese Farben an. Ja, sehen und? Ganz andere Farben als auf der Palette. Auf den Schwarz-Weiß-Fotos ist das keinem aufgefallen. Aber jetzt, das hier war nicht das letzte Bild. Entweder ist die Palette vertauscht worden oder das Bild. Wahrscheinlich das Bild. Und das kann nur jemand getan haben, der ein Interesse daran hatte. Der letzte Besucher. Der Mörder. Was Sie nicht sagen, Frau Möbius. Haben Sie das gehört, meine Herren? Unsere gute Adelheid und ihre Mörder. Nichts da. Unsere Tatverdächtige in U-Haft hat doch zugegeben, dass sie eifersüchtig war. Sie hat ihn umgenietet. Das sagt mir mein Instinkt. Und ich werde es ihr beweisen. Sie hat sich gedacht, sie wäre die Einzige. Und sie hat mich dabei erwischt, wie er mit einer anderen herumgemacht hat. Und dann, Roms! Künstler, meine Herren, was erwarten Sie? Trotzdem, vielleicht hat Frau Möbius in diesem Falle sogar recht. Was meinen Sie wohl? Ich meine nur, dass ich jetzt los muss. Aber ehrlich gesagt, da ist was dran. Die Farben von der Palette passen nicht zum Bild, oder? Was Sie nicht sagen, passen nicht zum Bild. Ach was. Wie wäre es denn, Kollege Pohl, wenn Sie sich jetzt, anstatt sich mit Marion irgendwelche Mozzarella-Tomaten reinzuhauen, auf die Socken machen würden, um in den 2000 Galerien dieser Stadt ein Bild zu finden, das mit den Farben von dieser dämlichen Palette übereinstimmt? Naja, ich dachte ja nur. So, dachten Sie. Und wenn das Bild dann zufällig kein Porträt ist, sondern ein Stillleben und auch noch zu dieser gottverdammten Farbe passt, dann haben wir die Mörder. Wie? Ganz einfach, hä? Die Herren Oberkriminalisten Pohl und Schubert, oder was? Genau. Ganz einfach. Und Sie, Frau Möbius, sollten sich mehr um Ihren Bürokram kümmern und nicht so viele Kriminalromane lesen. Wo, bitte schön, frage ich Sie, soll dieses Bild sein? Im Atelier von Eva Toledo. Wie bitte? Nicht in der Galerie, in Ihrem Atelier. Woher wissen Sie das? Glück und reiner Zufall, Chef. Zufall nennen Sie das? Ja, wahrscheinlich war es wie immer. Amtsanmaßung. Hausfriedensbruch, Nötigung, Vorspiegelung falscher Tatsachen in Tateinheit mit der Verletzung des Datenschutzes. Frau Möbius, warum tun Sie mir sowas an? Warum? In meinem eigenen Vorzimmer, hinter meinem eigenen Rücken. Sie heißt in Wirklichkeit natürlich nicht Eva Toledo. Das ist ein Pseudonym. Aber mit dem Computer vom Kollegen Pohl war es nicht schwer, das herauszufinden. Sie auch, Pohl? Auch du, mein Sohn Brutus. Pohl, jetzt fangen Sie auch noch damit an. Schubert, was ist das für eine Welt? Ich schlage vor, wir klären das später, Chef. Ich würde Ihnen sehr empfehlen, das Bild, von dem ich sprach, im Atelier Toledo sicherzustellen und die Toledo mit dieser Hanna zu konfrontieren. Dann dürfte sich herausstellen, wer wirklich der letzte Besuch war und warum das Bild da nicht mit den Farben auf der Palette übereinstimmt, die Herr Schubert vorsorglich und instinktsicher fotografiert hat. Frau Möbius. Pohl, vergessen Sie Marion, Tomaten und Mozzarella. Nehmen Sie Schubert und tun Sie Folgendes.
Kommissar, Sie sind das. Guten Abend. Kommen Sie rein. Möbius, Kriminalpolizei. Ist irgendwas nicht in Ordnung? So leid mir das tut, Frau Toledo, aber wir haben keine guten Nachrichten für Sie. Darf man fragen, welche? Sie dürfen, Frau Toledo, Sie dürfen. Frau Möbius, sagen, zeigen Sie es ihr. Wo ist das Bild? Welches Bild? Das hier gestanden hat. Woher wollen Sie wissen, dass hier ein Bild gestanden hat? Wahrscheinlich verbrennt es gerade im Kamin. Sagen Sie, waren Sie schon mal hier? Und darf ich fragen, wie Sie da hereingekommen sind? Ich habe Sie jedenfalls nicht reingelassen. Und welches Bild verbrennt hier gerade? Ja, ja. Fragen über Fragen, in der Tat. Aber bitte etwas Geduld, Frau Toledo. Ein paar Minuten mehr, Chef. Ist Ihnen nicht klar, Frau Möbius? Wir haben doch noch ein Eisen im Feuer. Aber wie löse ich das nicht auch in Rauch auf? Schubert und Pohl müssen jeden Augenblick mit dir kommen. Liebe gnädige Frau, bevor wir zu Ihren Fragen kommen, hätte ich selbst noch einige offene Fragen an Sie. Bei deren Beantwortung mir mein Anwalt helfen wird, wenn es recht ist. Moment mal bitte. Was heißt hier Moment? Dass mir ein Rechtsbeistand zusteht, sollten Sie eigentlich wissen. Sehen Sie mal Ihren Mantel an, Chef. Sehen Sie das? Da ist die Farbe wieder. Oder immer noch. Ein bisschen Farbe, na und? Ich bin Malerin. Die Farbe des Bildes, das Sie gerade verbrannt haben. Lächerlich. Lächerlich? Überhaupt nicht. Denn dieses Lila... Violett, wenn schon. Ja, meinetwegen auch das. Jedenfalls sieht man hier einiges Altrosé, verschiedene Bleus, so sagt man ja wohl. Aber nicht ein einziges Violett auf Ihren anderen Bildern. Wo stammen diese violetten Kleckse also her? Ich benutze ja nicht ständig alle Farben, die die Palette hergibt. In der Beschränkung der Mittel liegt die wahre Kunst. Die erzählt uns hier Märchen, Chef. Die Farben sind genauso unbenutzt wie das ganze Atelier. Ich glaube, bald hier wird nicht gemalt und hier wurde noch nie gemalt. André Weiß war vermutlich kein Fälscher, sondern die ganze Toledo-Nummer eine Riesenfälschung. Der eine braucht das kreative Chaos, ich brauche penible Ordnung zum Arbeiten. Nach jeder Malsession wird hier alles gesäubert und geordnet. Dabei werde ich mich versehentlich befleckt haben. Das hört sich genauso spanisch an wie Ihr ganzer Name. Das gibt's ja nicht. Ja, natürlich. Der blöde Hausmeister hat uns verwechselt. Bloß weil die Alte da zufällig den gleichen Mantel und die gleiche Haarfarbe hat. Was soll das? Wer ist dieses Mädchen? Wenn der Hausmeister tatsächlich die beiden Musen von André Weiß verwechselt hat, würde alles zusammenpassen. Eva Toledo war der letzte Besucher, das letzte Modell. Sie hat ihn umgebracht und dann ihr Bild auf der Staffelei gegen das da ausgetauscht. Um uns in die Irre zu führen, was Ihnen ja auch bestens gelungen ist. Sie miese Ratte! Raffiniert, aber nicht raffiniert genug. Sie werden diesen Fantasien doch wohl keinen Glauben schenken, Herr Kommissar. Dass ich keine Malerin, sondern nur das unbekannte Modell eines Malers bin, müssen Sie mir erst noch beweisen. Nichts leichter als das. Sie beweisen es uns. Sie malen einfach vor unseren Augen dieses Bild fertig und wir glauben Ihnen. Ich denke nicht daran, Ihnen für Ihre lächerlichen Experimente zur Verfügung zu stehen. Ich will sich doch nur drücken. Es wäre alles da, Chef. Farben, Pinsel, das Bild. Und das Modell. An mir soll's nicht liegen. Schubert, stellen Sie das Bild auf die Staffelei. Und Sie, Hanna, gehen auf Position. Aber so wie Sie sind. Ziehen Sie Schuhe und Strümpfe aus, das reicht fürs Weitermalen. Und Sie, Frau Toledo, darf ich an Pinsel und Farbe bitten? So, bitte sehr.
wollte ihn nicht umbringen. Es war Notwehr, er hat mich angegriffen. Ja, das kann jeder sagen. Wir hatten eine Auseinandersetzung. Er wollte mich plötzlich nicht mehr malen, weil ich angeblich uninteressant für ihn geworden bin. Ein reiner Vorwand. Er wollte aus meinem Schatten treten, dieser dumme Mensch. Das würde ich so nicht sagen. Wer stellt schon gern sein Licht lebenslang unter den Scheffel? Das war sehr dumm. Er konnte zwar malen, aber ich konnte verkaufen. Mit ihm als Maler wären die Bilder nichts wert gewesen, aber mit mir als Malerin, als Akt-Selbstbildnis, waren die Bilder ein Skandal. Und der verkauft sich bekanntlich am besten. Nur als Team waren wir unseren Preis wert. Zu spät. Würden Sie das alles noch mal zu Protokoll geben? Nicht nötig, Chef. Tja, Chef, jeder an seinem Platz. Wie viele Jahre werde ich bekommen? Oh, bei Notwehr und guter Führung. Nicht unter 5 Jahren, Chef. Ja, glaube ich auch. Das werde ich überleben. Stellen Sie es sich nicht zu leicht vor. Und im Gefängnis altert man ja bekanntlich schneller. Aber nicht auf Eva Toledos Bildern, die werden bleiben. Während das unfertige Bild da im Kriminalmuseum verstaubt. Die eine abführen, die andere aus der U-Haft entlassen. Aber in getrennten Fahrzeugen und auf getrennten Wegen. Sonst haben wir gleich den nächsten Fall am Hals. Chef, das mit dem Licht unter den Scheffel stellen, dass sowas keiner mag, haben Sie schön gesagt. Und haben Sie auch gehört, was die Toledo geantwortet hat? Nur als Team waren Sie etwas wert, Sie und der Weiß. Seit wann hören Sie auf Mörderin? Mörderin hin, Mörderin her. Ist doch eine intelligente Frau, die Toledo. Und auf intelligente Frauen sollte man auch als Mann ruhig mal hören. Ab und zu.